Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Part von Hearthstone in der Arena. Mit unserer nächsten Niederlage gehe ich mal von aus, weil ich habe noch nie 6 Siege in Folge gehabt, beziehungsweise 6 Siege in der Arena. Wobei, es wäre ja mal was. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zum Schluss oder als letztes. Deswegen erstmal abwarten und Tee trinken. Was haben wir denn? Einen Magier. Cubes heißt der Magier. Das lässt nichts Gutes vermuten. Wir fangen als erstes an. Den Multishot will ich auf jeden Fall behalten. Ihn packen wir mal weg. Schade. Eine Waffe wäre jetzt gar nicht schlecht gewesen. Dann würde ich sagen, grüßen wir doch einfach mal. Also, die Leuchtfeuer behalte ich mir auf jeden Fall erstmal auf der Hand. Nicht das wieder so, was mit dem Eisblock, wie mit dem Eisblock passiert. Hätten wir das Leuchtfeuer nämlich noch gehabt, hätten wir ihn platt gekriegt. Okay. Er will mich einmal damit verprügeln. Dann spielen wir ihn. Und im nächsten Zug bin ich gerade am Überlegen, was spiele ich denn da? Ich glaube, im nächsten Zug mache ich ihm einfach mal 4 Schaden. Oh, er hat irgendwas vor. Wir haben viele Geheimnisse. Okay, das nächste Geheimnis ist kostenlos für ihn. Aber ist nicht kostenlos. Wir hauen sie weg. Und greifen einmal direkt an. Du zahlst für deine Geheimnisse, Kollege. So weit kommt's noch. Okay, er zieht sich lieber Karten. Soll mir auch recht sein. Unleashed the Hound bringt mir jetzt nichts, aber ihn könnte ich jetzt spielen. Greifen da einmal an. Und sind erstmal fertig. Denn im nächsten Zug möchte ich die beiden zu Tanks machen. Oh. War klar, dass er ihn trifft. Das war so klar. Aber gut. Aber gut. Dann klappt das wieder nicht mit beide zu Tanks machen. Aber den einen kann ich wenigstens zum Tank machen. Oder ich habe da, nehme da den Tank. Wäre natürlich eine Idee. Ich glaube, das mache ich. Ja, machen wir. Hauen wir ihn kaputt. Und einmal direkt drauf. Jetzt bin ich da erstmal sicher. Wenn er ein Schaf spielt, hat er nur noch einen Mana. Okay, er spielt kein Schaf. Aber er spielt ein Geheimnis. Ich könnte das Geheimnis wegmachen. Nur möchte ich das. Ich glaube, das möchte ich. Was wäre es gewesen? Der Eisblock. Okay, das ist jetzt nicht so das, was ich mir gewünscht hätte, aber... So, was machen wir? Was machen wir? Wir können 3 Karten spielen. Okay, machen wir erstmal ihn weg. Mache ich das? Dann hätte ich 3 Monster gespielt. Er könnte... ich weiß nicht. Doch, machen wir. So, und an die Zerhauens. So. Es war ein ganz guter Zug. Und er muss erstmal sehen, dass er durch unsere Verteidigung durchkommt. Maximal 6 Runden gebe ich ihm noch. Okay.
hat er unser Feld auf jeden Fall schon mal fast ziemlich gut abgeräumt. Da hat er unser Feld komplett abgeräumt. Na gut, von mir aus. Da haben wir den Oasenschnapper. Hat er noch 4 Runden, die er überlebt. Komm, spiel mal Monster, die 3 Leben haben. Was wird das jetzt? Oh, er heilt sich. Gut, aber damit ist er schon mal weg. Sein Monster ist schon mal tot. Er hat sich wieder einen Zug mehr gegeben zum Überleben. Kollege, mach was. Tu was. Manchmal wüsste ich ganz gerne, was in den Köpfen der Gegner vorgeht. Okay. Ach, das macht doch gar nichts, mein Freundchen. Das macht doch gar nichts. So, da einmal angreifen, da einmal angreifen. Und Zug beenden. Wenn er mich angreift, kriegt er auf jeden Fall, obwohl wenn er mich direkt angreifen würde, kriegt er Schaden. 2. Sein Monster hat nur 3 Leben, das überlebt nicht lange. Das hat 4 Leben, überlebt aber auch nicht, wenn ein direkter Angriff auf mich kommt. Den kannst du nicht angreifen. Den kannst du nicht angreifen. Ja, den kannst du angreifen. Okay, er greift aber nicht an. Von mir aus. Da haben wir noch eine Sprengfalle, das sieht ja super aus. Machen wir ihn. Machen wir sie. Und greifen zweimal direkt an. Sehr schön. Jetzt kommt gleich bestimmt wieder der Eisblock und ich habe wieder kein Leuchtfeuer. Dann kriege ich aber echt einen mittelschweren Anfall. Es sei denn, er spielt jetzt auch wieder ein Monster, was ihn heilt. Das hilft ihm natürlich auch weiter. Na, Jung, was wird das? Was wird das? Ah, okay, er will das Feld abräumen. Das ist ja schon mal nett. Okay. Von mir aus. Und er greift mich einmal direkt an. Machen wir ihn. Machen wir ihn. So, jetzt muss er sich im nächsten Zug was überlegen. Andernfalls, wenn er irgendein Ansturmviech hat, ist der auch weg. Wir haben gewonnen. Das wäre der 6. Sieg. Das wäre der 6. Sieg. Komm, Kater, geh weg. Ich kann das jetzt nicht gebrauchen. Wir haben 6 Siege. Hatten wir noch nie. Geh weg. Ich weiß, das verstehst du nicht, aber hau ab. Boah, Junge, jetzt geh doch weg. Nee, ne? Boah. Meine Fresse. Na, ich will ihn anspringen. Mann, 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 haut er mir noch einen Pyroschlag entgegen. Das wäre noch fast in die Hose gegangen. Gut, dass er da kein Monster auf dem Feld hatte, was irgendwie noch Zaubermacht dazu gibt. Wir haben auf jeden Fall unseren 6. Sieg in der Tasche. Und ich würde sagen, schaltet doch einfach morgen zum nächsten Part von Hearthstone wieder ein, wenn wir
uns an unseren siebten Sieg versuchen. Ich bin der Crazy Bane und bin für heute raus. Ciao.